Der heutige Input, den ich gebe, steht ein bisschen unter dem Motto: Unsere Sinne sind gefragt. Also hören, erfahren, sehen. Und wir lesen noch einmal, Judith hat vorhin schon davon gelesen, aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene und Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch zu viel getrunken. Bis dahin. Wir lesen also von außerordentliche Ereignis in diesem Text. Und zuerst, zuallererst, hört man von dem, es wird beschrieben wie ein starker Wind, der ein Brausen verursacht. Und die Leute im Haus, aber auch ums Haus, aber nicht nur dort, sondern in der ganzen Stadt Jerusalem, hat man das Brausen wahrgenommen. Die Leute denken, was ist da los? Und das ist das erste Zeichen, das hier mal wiedergegeben wird in diesem Text. Das ist ein hörbares Zeichen, also die Leute haben etwas gehört. Das Nächste, was passiert ist, oder fast zeitgleich, hat man gesehen, dass bei den Jüngern, die in diesem Haus waren, plötzlich bei jedem über dem Kopf so etwas war wie ein züngelndes Feuer. Das war also ein sichtbares Zeichen, wo die Leute etwas sehen konnten. Und jetzt heisst es im Text, dass alle Anwesenden sind mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Die Folge davon war, dass sie, wie es heisst, die fremden Sprachen, in diesen Übersetzungen heisst so Zungenreden, dass die Leute eben plötzlich so anfangen reden. Und die drumherum liegenden Leute haben, dass sie ihre Muttersprache anfangen verstehen. Und das Ereignis hat mich auch ein bisschen daran erinnert, quasi das Band von dem, was im Turmbau zu Babel passiert ist. Was ist denn passiert? Dann hat sich ja der Mensch Gott gleichstellen, er hat den Turm angebaut und Gott hat dann die Sprachverwirrung geschenkt oder gegeben. Und die Leute haben ihn dann nicht mehr verstanden. Und wir wissen ja, dass der Heilige Geist der Geist vor Ordnung ist. Und das finde ich mir ganz interessant, was hier passiert. Und quasi das Erste, was der Heilige Geist in diesem Moment macht, eine Wiederherstellung, eine Ordnung reinbringen. Die Leute haben auf wundersame Art und Weise das fremde Reden in ihren Muttersprachen verstanden. Und das ist wirklich eben ein Wunder passiert. Aber nicht nur das. Das ist ein Teil von dem, was erfahrbar war. Der andere Teil war auch noch, die Leute, die hergekommen sind, die waren fassungslos, die haben nicht gewusst, was da passiert. Und
Mir hat das so ein bisschen an die Zeit heute erinnert, oder? Sobald irgendwie danach etwas passiert, sind sofort die Leute, die es auf eine billige Art abtun. Und spätestens seit dem Trump ist so der Begriff Fake News bekannt. Und die hätten das wahrscheinlich auch so abgetan. Zur Situation heute, mal erster Punkt, Hörbare. Viele Sachen, die wir heute hören, die tönen für uns manchmal auch absolut erstaunlich. Und ich kann hier ein paar Beispiele bringen. Wenn wir an 1. April denken, kommen etwa Pressemeldungen, die wir hier hören und vielleicht uns vom Datum nicht gerade bewusst sein. Ich weiss, einmal ist so eine Meldung gekommen im Bieler Tagblatt oder sogar im Radio, dass sie eine Gondelbahn quer durch Biel bauen. Und dann dachte ich, ja, geht es denen eigentlich noch, oder? Und irgendwann habe ich gemerkt, heute ist ja 1. April, oder? Dann war der Fall klar gewesen. Das ist sicher etwas, was man ein bisschen in die Mundzuecke tun kann. Aber wenn ich an all die Verschwörungstheorien denke, die heute rumkursieren, die man so hört, Beispiel 11. September 2001, was ist da alles erzählt worden, dass Flugzeuge ferngesteuert waren oder die Türme extra gesprengt wurden und so weiter. Oder die Mondlandung, die auch erzählt wird, die waren gar nie auf dem Mond gewesen. Oder die Politik, wo der politische Gegner auch Zeug erzählt wird, nur die Leute dazu zu bringen, dass man ihn diskreditiert und dass er weniger Stimmen oder gar keine Stimmen bekommt. So sind es viele Beispiele bekannt, wo nur durch das, dass wir es hören, wir negativ beeinflusst werden. Aber es gibt auch das Positive, wenn wir von Wunder hören. Oder wenn jemand jetzt schwer krank ist und er wird wieder gesund oder sogar noch weiter geht. Die Medizin redet ja von Nahtoderlebnissen, aber eben, wenn jemand stirbt und plötzlich wieder lebt, durch ein Wunder, das können wir auch fast nicht glauben, oder auch wenn wir von Phänomenen hören. Es wird also zunehmend für uns schwierig einzuordnen, was wir hören, ist es richtig oder falsch. Und gerade im gleichen Atemzug muss man dann eben auch vom Sichtbaren reden. Im Visuellen wird uns ja heute auch viel geboten. Vielleicht habt ihr auch schon mal etwas gesehen, was ihr euren eigenen Augen nicht traut habt. Denkt, stimmt das wirklich, was ich jetzt sehe? Es ist ja oftmals so, dass wenn wir etwas sehen, fantasiert unser Hirn noch etwas mit. Und dann sehen wir eben auch das, was wir sehen. Also so ein Beispiel, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, dass ist einmal von einer Sonde, die über den Mars geflogen ist, so eine Gebirgsformation gefotelt worden. Je nach Sonnenstellung, die ich gesehen habe, hat man eben wie ein Mars-Gesicht gesehen. Und das hat sogar Hollywood beflügelt und die haben sogar einen Film darüber gemacht. Item auf alle Fälle, das war wie gesagt nur eine Gebirgsformation, weil auch nach richtiger, mit dem richtigen Schattenwurf hat es eben ausgesehen wie ein Gesicht. Aber wir müssen ja nur das YouTube aufnehmen, dort findet ihr so viele Filme, wo ihr im ersten Moment das Gefühl hat, wow, das kann ja fast nicht sein, was der oder die erlebt hat. Und eben, es ist unglaublich, was man sieht. Und das Problem ist, wenn wir etwas hören und es gleichzeitig auch noch sehen, dann muss es ja fast so sein, wie wir es wahrnehmen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, das wir Menschen haben. Also wie gesagt, das Internet ist voll von so Unglaublichkeiten. Und selbst Profis und Fachleute haben heute Mühe zu erkennen, was ist wahr und was nicht. Auf jeden Fall, wenn wir dann kommen wir schon zum Erfahrbaren. Wenn wir etwas sehen und hören, dann macht das etwas mit uns. Es löst in uns Emotionen aus. Zum Beispiel, wenn wir etwas Ungerechtes erleben, dann entwickeln wir eine Antipathie dieser Person oder dieser Sache gegenüber. Und wenn wir etwas Schönes, Erfreuliches erleben, dann entwickeln wir in der Regel Sympathie dieser Sache oder dieser Person gegenüber.
Wie können wir auch so Falschmeldungen oder uns besser schützen vor so Falschmeldungen? Wie können wir richtig von falsch unterscheiden oder gut von bös? Aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, wenn wir uns in Gemeinschaft mit Gott begeben, mit dem bewusst leben, unser Tänkchen mit Göttlichem füllen, dann können wir auch immer mehr und mehr die Stimme vom Heiligen Geist besser kennen. Und wir merken auch, wenn er zu uns redet, ja hier zwei Beispiele. Eins ist schon ein bisschen länger zurück. Ich weiss, in jungen Jahren, wo für mich zur Frage gestanden ist, soll ich jetzt dem Ruf Mission folgen und soll ich nach Afrika gehen, ist ein Moment gekommen, wo ich unsicher war. Und ich habe sie in Frage gestellt und dachte, ja, sind das jetzt meine Gedanken? Habe ich mich da in etwas hineingesteigert? Oder will Gott wirklich, dass ich nach Afrika gehe? Und ich weiss noch, dann ist einmal an einem oben der Michel Renevier gekommen. Das ist ein Pastor aus der Westschweiz, und er hat dann am Abend Predigt zu uns, und am Schluss vor der Predigt hat er noch Gebetszeit gemacht, und er hat nichts gewusst von meinen Problemen und von meinen Fragen. Und ich bin dann auf dem Stuhl gehockt wie auf Koffer, das kann ich sagen, und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss auch für mich gehen beten. Und ich bin vorne und habe dem nicht gesagt, was mein Problem ist. Und er hat für mich angefangen beten. Und während dem Gebet hat er plötzlich quasi meine Arbeit dort in Afrika beschrieben. Hat er mich dort gesehen, wie ich mit Afrikanern zusammen arbeite. Und das war genau das, was ich gebraucht habe als Antwort. Für mich war klar, das ist der richtige Weg. Aber es kann auch aktueller sein. Ich weiss, als wir unsere Reise für den Norden geplant haben, war zwei Wochen vorher noch nicht klar, können wir uns die Ferienreise überhaupt leisten oder ist es aus gesundheitlichen Gründen überhaupt möglich. Und dann, eben wirklich zwei Wochen vor Abreise, ist klar gewesen, wir können die Reise machen. Aber dann ist das Problem gekommen, in so kurzer Zeit Hotel und Unterkünfte und alles buchen. Ich war schlichtweg überfordert gewesen. Ich habe gesagt, das bringe ich nicht mehr auf die Reihe. Ich weiss nicht, was ich soll und was ich nicht soll. Und dann haben wir einfach wirklich garantiert gebetet, dass es Gott das Richtige führt. Und das, was nicht soll sein, soll nicht gehen. Und wir haben wirklich in der kürzesten Zeit haben wir die Sache buchen können. Und das ist wirklich eine der schönsten Reisen, die wir als Familie zusammen machen können. Und dort haben wir einfach gemerkt, wenn wir unsere Probleme Gott anlegen, führt er uns. Der Heilige Geist führt uns. Vielleicht habt ihr dann auch so Geschichten, die ihr einander erzählen könnt, wie ihr eben Gott erlebt habt. Das ist wirklich gut. Also, der Heilige Geist kommt nicht immer so, wie er ab Pfingsten ist gekommen, fast mit einem Pokerschlag oder was auch gehört. Kommt eben manchmal fein und leise. Ich möchte euch heute Morgen dazu ermutigen, mit all euren Sinn, mit dem Hören, mit dem Sehen und mit dem Erleben den Heiligen Geist zu erfahren und sein Wirken in unserem Leben zuzulassen. Es lohnt sich.